Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder ein ganz tolles Set von Playmobil aus der Princess-Serie und zwar das himmlische Schlafzimmer. Die Nummer 6851 von Playmobil, geeignet für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Und ihr seht schon, ein Himmelbett, richtig so mit Stoff darüber und auch noch ein kleines Bett für das Baby, eine Königin und ein kleiner Prinz wahrscheinlich. Und noch viele andere tolle Sachen, die mit dabei sind. Hier können wir nochmal sehen, es ist ein Himmelbett, ein Babybett, ein Teppich, zwei Figuren, eine Puppe, so ein Korb, eine Truhe, ein Nachtschränkchen, Blumen, eine Bürste und ein Spiegel, so ein Töpfchen. Ja, ich glaube, das war's alles. Hier natürlich noch ein schönes Kleid für die Königin. Das ist alles mit dabei. Und ich werde es jetzt einfach mal öffnen und dann schauen wir uns das noch mal etwas genauer an. So, 1, 2, 3 Tüten sind mit dabei und ich denke, das ist schon ein Teil vom Bett. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie die Matratze mit so einem schönen permutfarbenen Tuch drüber. Und das ist ganz bestimmt hier hinten so, hier vielleicht am Bett. Nee, das muss ich gleich mal in der Anleitung nochmal nachsehen. Aber ganz bestimmt ist das irgendwie hier vom, ja, ich sehe schon. Das gehört auf jeden Fall hier zum Bett dazu. Ein goldfarbenes Bett mit Permutdecke, also sehr edel. Und das kommt bestimmt hier so dran. Das ist, glaube ich, die Tüte mit der Anleitung. Und da sehe ich, da ist auch dieser schöne Stoff dabei, der hinterher über das Bett drüber gelegt wird. Oh, und auch ein Diamant ist wieder mit dabei. Schleifen. Und hier habe ich auch die Anleitung. Genau, das habe ich schon richtig gemacht. Und hier brauche ich jetzt auch noch zwei so Stäbe, damit ich das Bett weiter aufbauen kann. Ach, die sind hier mit drin. Jetzt hier drauf das hier. Das wird wirklich ein ganz tolles Bett, finde ich. Ein richtig königliches Bett. So sieht es schon toll aus, aber jetzt kommt noch der lilafarbene, leichte Stoff darüber. Ui, der ist wirklich groß. Ich lege ihn mal einmal hin, damit ihr den gut sehen könnt. Und da sind schon so Löcher vorgefertigt. Da sehe ich schon direkt, hier oben sind ja die Stäbe, die da rausschauen. Da kommt dann immer sowas drüber. Und an den Seiten hängt der Stoff dann runter. Aber der wird ja noch dran gesteckt jetzt. Ist das richtig? Hier sehe ich nämlich noch so kleine Löcher. Ich glaube, es wird so dran gesetzt. Weil hier wird das immer noch jeweils mit einer kleinen Schleife festgeklipst. Genau, so passt es besser. Und die Schleifen muss ich mal erst suchen. Ich glaube, die hier sind es nicht. Ah, hier habe ich schon mal die weißen Schleifen. Die kommen hier an die Ränder. Die Seiten. Oder vielleicht den Stoff so zusammenraffen. Hier durch und dann, ja genau, so ist es richtig. Hier ist Platz für den Stoff und das wird dann einfach dran geklipst. Oh, falsch rum. So, die kleinen Schleifen, die kommen jetzt hier durch dieses Loch in dieses Loch. Und ich muss zugeben, ich hatte es gerade erst nochmal wieder falsch. Ich musste das Ganze nochmal wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Da muss man natürlich vorher darauf achten, dass dieses Loch am Fußende und hier hinten am Kopfende ist.
Und dann kann man das einfach hier durch den Stoff durchstecken und in dieses kleine Löchlein. Und jetzt fehlen nur noch die Kronen. Die sind jetzt in der dritten Tüte. Und die kommen hier oben, ganz oben drauf. Und das Bett sieht so schön aus. Da wird man doch fast ein bisschen neidisch, so ein Prinzessinnenbett. Das würde ich mir auch wünschen. So, das war jetzt also das erste Bett, aber wir haben ja hier noch das andere Bett, das Babybett. Und da ist auch schon der kleine Prinz. Und die Königin. Sehr süß. Und auch die Königin finde ich total schön. Die hat eine interessante Haarfarbe, so hellbraun. Ich glaube, so Haare habe ich noch gar nicht gesehen bei Playmobil-Figuren bisher. Also mal wieder was Neues. Und ein niedlicher kleiner blonder Prinz. Die müssen noch ein bisschen warten hier hinten im Hintergrund. Und jetzt wird als nächstes das kleine Bett aufgebaut. Aber da fehlt mir noch was. Und das sehe ich schon hier. Eine kleine Matratze. In rosa glänzend. Die kommt hier rein. Dann hier oben drüber der Himmel. Das nennt sich ja so Himmelbett. Das kann man hier so draufklipsen. Und hier ganz oben, da kommt noch eine große Krone drauf. Die Betten haben wir fertig und mal schauen, was hier sonst noch alles ist. Ich habe mal alles aus den Tüten rausgeholt. Der Teppich. Und da sehe ich doch ein Nachttränkchen. Schön passend zum Bett, lila. Das traumhafte Königinnenkleid. In Pink. Oh, das sieht wirklich sehr schön aus, finde ich. Und wahrscheinlich hier ist ja noch so ein kleiner Diamant dabei. Der kommt doch sicher hier vorne aufs Kleid. Ein Spiegel. Irgendwo muss doch auch noch eine Haarbürste sein. Das habe ich doch auf der Verpackung gesehen. Ach, dahinter. Hier muss man immer noch so eine Folie vorne abziehen, damit es dann wirklich ein richtiger Spiegel wird. So, genau. Jetzt ist der Spiegel und die Bürste fertig. Das ist ein Topf. Eine Truhe. Und jetzt kommen noch die Blumen hier. Ah, hier, das gehört auch noch dazu. Und hier die kleinen Blumen dran. Ein toller Rosenstrauß. Der kann ja vielleicht hier aufs Nachtschränkchen. Und hier ist noch ein Spielzeug, eine kleine goldene Puppe. Ich glaube aber, der kann ihn gar nicht halten. So, das ist alles, was im Set dabei ist. Ein süßes kleines Babybett, da kann man unser Prinz jetzt rein. Den kann man übrigens hier knicken. Er kann sitzen und liegen. Gute Nacht, kleiner Prinz. Und der kriegt natürlich auch noch seine Puppe dazu. Die kommt hier unten an die Füße. Ein Wäschekorb. Eine Truhe, da kann man zum Beispiel Schmuck drin aufbewahren. Ein Spiegel und eine Bürste. Und das hier, ganz früher, da hatten die ja nicht so Toiletten wie wir. Und da haben die hier in so einen Topf reingepinkelt. Ich denke mal, so einer ist das. Das ist so ein Nachttopf. Den bewahrt man dann auch unten
unter dem Bett auf oder vielleicht ist hier so ein bisschen ein Fach dafür. Und unsere Königin mit ihrem hübschen Kleid. Ja, ein ziemlich schönes Set, wie ich finde, aus der Prinzessinnen-Serie. Ich mag sowieso die Sachen aus der Prinzessinnen-Serie total gerne. Das ist immer echt schön gemacht, bis ins Detail. Und hier ein tolles, gemütliches Himmelbett und auch noch ein Babybett. Hier hinten auf dem Babybett sind auch so schöne kleine Muster noch drauf. Also alles sehr, sehr schön gemacht zum Spielen. Damit kann man tolle Sachen nachspielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Set gefällt, ob euch die Vorstellung gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut sonst natürlich auch unsere anderen Videos. Ich habe letztens ja auch das Ankleide- und Frisierzimmer aus der Prinzessinnen-Serie vorgestellt. Auch ein ganz tolles Set. Also da auf jeden Fall nochmal reinsehen und natürlich unseren Kanal abonnieren, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!